Bin zwar zahlenmäßig überlegen, aber ich habe jetzt trotzdem nicht wirklich den Drang. Oh. Okay, gut. Ja, so in dem Sinne, ne? So viel zum Thema, wir kehren zur Basis zurück. So. Da das alles sehr leichte Einheiten sind, sind wir auch sehr anfällig gegenüber Artillerie, muss ich sagen. Hier nehmen wir nur einen. Ich muss mich wirklich eigentlich gerade doch ein bisschen mehr konzentrieren. Mal wieder. Deshalb bräuchte ich eigentlich jetzt irgendwie einen Co-Kommentator. Da ist Livestream echt um einiges einfacher manchmal. Hi. Ja, um die 50, ja, läuft. Wird aber auch lustig, dass wir jetzt orange sind. Also zum Beispiel, wir haben ja auch orangene Schüsse und den ganzen anderen Kram. In dem Sinne. Hallöchen. What the fuck? Alter. Kaputt. Ja, ja, ihr seid alle abgelenkt. Boah. Die werden uns alles kaputt machen. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir. Bollwerk und Tempest-Einheiten wurden freigeschaltet. Okay. Jetzt können wir auch etwas dickere Einheiten produzieren, aber haben wir halt trotzdem noch nicht. Aha, Hallöchen, Mudagu. Packchen. Hier unten haben wir auch wieder zwei Stationen. Der Bürgerkrieg läuft gerade sehr zu unseren Gunsten. Modagu. Kleine, mittlere, klein. Achso, Mann, doch, du sollst da unten hin. Tempest-Einheiten sind in dem Sinne wichtig, merke ich gerade. Die schießen ja die Sachen ab. Wenn wir keine Luftstreitkräfte besitzen. What the fuck? What the fuck? Ich habe ein Leben. Mein Leben. Wo warst du? Na toll. Oh, jetzt ist die Hauptstreitmacht von denen hier. Ich merke es. Also nicht Hauptstreitmacht, aber ein durchaus großer Teil. Dann auch noch weiter gegen das andere Gu kämpfen, das ist nicht vorteilhaft. So, deshalb pumpen wir jetzt. Wir pumpen jetzt. Und müssen jetzt ordentlich raushauen.
Das ist alles cool, ne? Du brauchst du brauchst gleich noch ein Mutter-Gu. Das ist gerade gar nicht schön. Die Verstärkung. Das ist, hier oben ist echt ein Aufmarschgebiet. Das ist grauenhaft. Ja, jetzt haut er ab, ne? Okay. Weiter hierhin. Hierhin. Das soll so mein Aufmarschgebiet werden. Mutter. So. Du kannst. Nein, na toll. Jedes Mal die gleiche Kacke. Na, hi. Boah, lass doch. Das ist so ein Ich fühle mich gerade wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Zwei Fronten kriegen. Keine gute Idee. Jetzt haben wir jetzt unser Mutter-Gu nicht verloren. Plop. Moment, ihr beiden, ne? Plop. Plop. Und auch ungefähr hier. Plop. Jetzt du gehst das. Okay. Genau, jetzt haben wir hier ein so, jetzt funktioniert das doch. Zack. Wird auch was. Tempest, ich wollte Tempests noch bauen. Toll. Und noch, ah, da kommt eine große. Hallo, zack. So. Tempest. Mauer. Jetzt hoffen wir mal, dass das. Du gibst dir ein Tech-Upgrade. Wo war das mit den Tempests? Radianten können sich tarnen. Ihren Luftdurchzieher erfassen. Genau, das wollte ich. Genau. Da haben wir Glück, dass wir jetzt direkt daneben hockten und haben sie sofort erkannt und sie in dem Sinne vernichten, bevor sie Schaden anrichten konnten. Das ist es nämlich. Jetzt da kommt die Artillerie. Oh, schaut euch die Scheiße an. Hilfe!
Im Prinzip sind wir inzwischen das dominante Ruhr, das ist so. Einheit wird angegriffen. Viel Spaß. Versuchen wir jetzt mal weiter vorzurücken. Ne, komm schon. Ja, wir haben ja durchaus Produktionskapazität, so ist es ja nicht, ne? Ja, ich habe überhaupt nicht viele. Oh, schau euch das an, Alter. Krieg. Es ist ja. Massenangriff. Hilfe. So, zerstören, zerstören. So. Das. Wir können nun Radianten von Trassen produzieren. Da haben wir ein Problem. Hallo. Alter, was ist das denn? Ich weiß gerade gar nicht, wo sind die anderen Muttergoos? Wir müssen erstmal wieder. So und so. So. So und so. Was können wir jetzt hier in den Großen bauen? Ja, ein paar Kraken wären halt ganz cool. Aber halt nicht so viele. Das reicht schon. Ich versuche eine Armee zusammenzustellen. Tempest. Läufer. Kraken. Läufer. Die auch. Nicht dein Ernst. Lasst mich doch mal den Bürgerkrieg zum Volader beenden. Na toll, die Kraken stehen mal wieder ganz vorne an der Front. Genau so, wie sie das sein sollen, ne? Dumme Kraken. Oh, da ist ein Muttergu. Interessant. Diese Gu scheinen die kritische Masse erreicht zu haben. Oh, verdammt. Okay. Neues Muttergu. Natürlich. Da kommt unsere Artillerie. Haut sie kaputt. Da, die Mutter. Die Mutter muss dahin. Hey. Voilà. Was passiert, wenn man sich zu wenn man zu schnell klickt? Oh, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Anwesenheit von Gu bestätigt. Feuer frei. Kann ich mir nicht leisten.
habe noch Nester zu zerstören. Alter, zerstören! Oh Gott! das davon und das davon und du davon. Sammeln. Schwierig, meine Freunde, schwierig. Ich sehe schon gerade wieder die Uhrzeit und das missfällt mir. Na, du bleibst da. Krakens. Kraken. Ja. Nee. Ernsthaft, Lancer. Könnt ihr bitte, jetzt kommt wieder Telegram an, aufhören. Ich versuche einen Krieg zu gewinnen. Das ist nicht einfach. Ein paar Tempests. Läufer. Tempest. Ich glaube, mit dir machen wir den Kraken. So, das müsste jetzt reichen. Die Sache ist die, der Reiniger kann ja nur auf Entfernung kämpfen. Also dementsprechend, weißt du was, wir speichern, ja, auch wenn ich irgendwie die anderen Speicherpunkte nie wirklich benutze. Der hier ist ja schon durchaus wichtig, weil das ist jetzt im Prinzip die größte Armee, die wir hier wahrscheinlich jetzt bis jetzt in dieser Mission zusammengestellt haben. Und in diesem Sinne ist das wichtig. So. Wir müssen hier hin. Das Ding zerstören. Für das Bonusziel und sowieso für weitere Einheiten sollten wir versagen. Ja, okay, die meisten Quellen sind jetzt erschöpft. Zack. Ist jetzt so eine Sache, ne? Okay. Man müsste eigentlich weiter strategischer vorgehen. Oh, so viele Kraken. Und ist noch ein Kraken. So, jetzt das Nest. Wir haben nun Zugriff auf den Destruktor. Cool. Hi. Boah, das ist cool. Och, nicht auch noch von hinten Angriff. Kann ich mir nicht leisten gerade. So, mal kurz sammeln.
Ja. Schöne Kacke, ne? Ui, ui, ui. Ach, komm schon. So. Können wir jetzt hier mal ein paar von für die Disruptoren. Jetzt greifen wir erstmal einfach den Reiniger an. Alter. Da kommt der Reiniger zum Schuss. Ja, da ist der Reiniger Beschuss. Da ist der Reiniger. Und zack. Au. Cool. Ich wusste gar nicht, dass der Reiniger auch einen Nahkampf hat. Au. Okay, ich glaube jetzt ist für uns Game Over. Weil wir können unsere Armee nicht mehr aufbauen. Wir haben zwar jetzt alles bis auf den gegnerischen Reiniger vernichtet, aber die Ressourcen sind fast knapp, sind recht knapp geworden. Hier haben wir immer noch keine neue und ja, die sind leer, die Sachen erstmal. Einheit wird angegriffen. Ja, wir hätten uns zurückziehen sollen. Mache mich auf den Weg. Wohin? Dieser Bürgerkrieg, ey. Dieser Bürgerkrieg. Bin kurz davor, neu zu laden. Oh nein, oh nein. Das ist jetzt echt schwierig. Komm, bitte krieg das hin, bitte krieg das hin, bitte krieg das hin. Komm schon. Die Quellen können sich wieder regenerieren. Oh, komm schon. Ja, wunderbar. Keine Gegner in Sicht. Kehre zur Basis zurück. Ich glaube, wir haben sie alle erledigt. Kehre zurück. Haut er jetzt wieder ab? Das finde ich sehr praktisch. Wo haben wir denn... Zum Beispiel hier haben wir ja noch eine Quelle. Die Sache ist die. Der Reiniger... Der wird ja nicht durch die Gegend laufen. Das ist so ein Vorteil, den wir haben. Die Dinger sind leer. Komm ich darüber? Ach, das ist... Ich versuch mal, vielleicht kommen wir da hin. Nein, da bitte. Ja, erstmal wieder von Grund auf aufbauen, ey. Da unsere Produktionsmittel ausgelöscht wurden. Schwierig, schwierig. Geh du erstmal hier hin, weil die Position ist zwar auch recht, das ist eigentlich eine mehr als stark gefährdete Position. Wir brauchen gerade eindeutig Quellen. Wie sieht's mit den Quellen noch aus? Da bist du ganz gut geschützt, weil einfach da nichts ist. Oder keiner guckt. So, guck mal nach. Wie viel ist da noch drin? Dich genug, um das nochmal neu zu besetzen. Oh, das ist fast leer. Schlecht.
Hier hätten wir noch eine Position. Ja, und klar, da, wo der Reiniger halt gebaut wurde, ne? Ist auch mehr so,